Ja, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen. Ich wollte einen kleinen Knife-Talk machen über wirklich einfache Messer, die aber schon, ja, ich sag mal, Jahrzehnten, wenn nicht seit einem Jahrhundert oder zwei schon existieren. Und ja, einfach mal so ein bisschen Knife-Talk machen. Wenn ihr Spaß habt, seid dabei. Ja, in den letzten Tagen hat sich wieder mal ein Messer, ich will nicht sagen, in die Rotation geschlichen, aber das habe ich doch das ein oder andere Mal doch wieder mal benutzt. Und fangen wir mal, wie gesagt, hier gleich mal mit an, mit dem Duk-Duk-Messer. Das habe ich jetzt schon wirklich eine ganze Weile, ist auch gebraucht. Hier Patina, hier war so ein Blumenmuster mal drauf. Das kann man irgendwie ganz schlecht sehen. Naja, doch, vielleicht kann man, ja, man sieht es noch. Wie gesagt, hier mit diesem, dieser Stammesfigur oder was das sein soll. Und wie gesagt, interessant ist, das Messer wird immer noch verkauft. Und in vielen Reportagen habe ich bei irgendwelchen, ich sag mal, Stämmen auch in Afrika gesehen, dass sie so einen Duk-Duk benutzen. Das war eher das. Und das wird halt für, ja, sämtliche Aufgaben, was man so braucht, benutzt, ne? Meiner Meinung nach wirklich ein super Messer für wirklich relativ wenig Geld. Und das Messer sowas von einfach, halt dieser Blechkasten, der gefaltet ist, dann die Klinge, hier eine Feder rein, das war's. Und hier so eine Art Lanyard, ja, Öse. Ne? Hat natürlich auch hier auch eine Patina bekommen, sieht man das? Das ist ja irgendwie geschwärzt und das hat sich irgendwie alles verfärbt. Da ist auch was weg und so, aber gut, wird ja benutzt. Ne? Ne? Dann das deutsche Pendant, dieses Mercator-Messer, wie auch eine ganze Zeit lang, benutze ich auch gerne. Hab hier die Katze nachvergoldet mit. Da gibt es auch ein Video. Müsst ihr mal bei mir schauen. Ich habe das da restauriert, dieses hier. Und sieht aus wie, naja, fast aus wie neu. Ne? Hier gut, Kratzer und so kriegt man nicht mehr raus. Klinge hat auch Kratzer, aber gut, ist Gebrauchsmesser. Und aber trotzdem ist ja im Endeffekt fast dasselbe Prinzip, nur es hat diesen hervorstehenden Backlog. Schönes Teil. Auch vom Preis her, ich glaube etwas teurer ist das Duk-Duk, aber minimal. Dann das französische, ich sag's mal, französische Opinel, dieses Navaja Parallel Solsona, habe ich auch mal gezeigt, mit diesem Kunststoffgriff und dieser salbeiförmigen Klinge, hat hier so einen Halbstopp und das Messer ist brutal scharf, also hat hier so einen leichten, ja, flach, bauchigen Anschliff und also mit dem, wenn man sich damit schneidet, du, dann hat man Probleme. Also aufpassen, ne? Und wie gesagt, es gibt auch wunderschöne mit Horn und mit Olive und so, wirklich schön. Aber ich habe das jetzt in Kunststoff, das war auch nicht teuer, das hat irgendwie 8 Euro gekostet oder so. Top. So, dann hier der Klassiker. Wer meinen Kanal kennt, weiß, ich mag gerne Opinel-Messer und habe sie ständig dabei. Benutzt die wirklich für allen möglichen Kram. Deswegen sehen dann auch die Klingen dann immer irgendwann aus. Aber gut, Gebrauchsmesser und dafür ist es ja da. Ne? Dann hier vom Frank, ein Supraco, hat er mir das ja noch beigelegt, das Hikunogami-Messer aus diesem, ich glaube, blauen Papierstahl. Das ist eher so zum Spielen, weil das so in der Tasche tragen, pff, nee, das ist mir zu. Weiß ich nicht, das hat ja keine Verriegelung, gar nichts. Und nee, das ist mir irgendwie, also so zu Hause zum Spielen auf zu, das macht Spaß, aber sonst lieber nicht. Ne? Aber auch, wird schon, was weiß ich, keine Ahnung, 100, 200 Jahre, I don't know, aber wie gesagt, auch sehr puristisch gemacht und so. Ich mag sowas halt. Ne? Ne? Dann hier dieses Opinel Slimline, ist ja jetzt eher ein neuerer Vertreter von Opinel, aber auch schön hier. Klinge lässt sich schön, hat schön Dings, biegt sich schön, kann man
könnte man irgendwie Fisch filetieren oder so. Gut, bin kein Angler. Aber das nur am Rande. Ja, wie gesagt, das sind diese einfachen russischen Messer. Ich mag sie gerne haben, Gebrauchsmesser. Wenn man hier so ein Para 2, klar, ist ein Hammerteil. Aber gut, da ist auch viel mehr, ich sag mal, ja, Technik, Mechanik hier, dieser, ich sag mal, Rückenliner-Lock, diesen, ja, Compression-Lock, so heißt das Ding. Ne? Ja, das ist natürlich, ist damit nicht zu vergleichen, klar. Aber wie gesagt, auch ein schönes Teil. Aber es ging ja in dem Video hier um, ich sag mal, die einfachen Vertreter, die Low-Tech-Taschenmesser. So würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ja, gut. Genug getalkt. Ich trinke jetzt meinen Kaffee aus und hab noch einen schönen Tag. Und tschüss.